Chris und Basti haben eine Mission. Sie wollen den geilsten Party-Bollerwagen der Welt bauen. Als Grundlage dient ein Gebrauchter aus dem Internet. Ja, der wäre doch eigentlich perfekt, oder? 20 Euro ist ein super Preis, würde ich sagen, für das Gerät. Gekauft. Jetzt holen sich Chris und Basti Inspiration aus dem Netz. Denn die beiden wissen ganz genau, was der Bollerwagen alles können muss. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Bierkühlung, eine gute Soundanlage und eine Möglichkeit zum Grillen. Genau. Schauen wir doch einfach mal beim Christian vorbei, der hat bestimmt eine Idee, wie wir das umsetzen können. Ja, ich glaube auch. Der geilste Partybollerwagen. Mit praktischen Gadgets, Soundanlage und Grillstation. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ob Chris und Basti das schaffen? Er soll dabei helfen. Christian Schaberl ist Schreiner und Experte für verrückte und ausgefallene Konstruktionen. Von ihm bekommen Sie den Bauplan für den geilsten Partybollerwagen. Du, wir haben uns im Internet, wie du siehst, einen Bollerwagen gekauft bei eBay. Und der ist natürlich noch ein bisschen leer, so wie er da steht. Und wir möchten ihn gerne ein bisschen herrichten, ein bisschen pimpen. Ganz wichtig ist uns auf jeden Fall eine Kühlfunktion fürs Bier, eine Grillmöglichkeit und eine Soundanlage. Kein Problem. Aber da brauchen wir erstmal einen Bauplan. Christian zeichnet zuerst eine Skizze. Grill und Kühlfach kommen im Bollerwagen unter. Aber die Soundanlage hat keinen Platz mehr. Die soll in einen Anhänger. In diese Kiste kommt eine Autobatterie, Boxen, ein Verstärker, den man direkt an ein Smartphone anschließen kann. So, hier ist der Plan. Super. Ja, und viel Spaß. Super. Ja, Dankeschön. Die Basis bildet ein gebrauchter Bollerwagen und ein alter Küchenschrank. Und so soll er später aussehen. Der alte Bollerwagen ist zu klein, daher bauen Chris und Basti die Seitenteile ab. In den Hauptwagen kommen Grill und Getränkekühlung. In den Anhänger die Soundanlage. Ob Chris und Basti das alleine schaffen? Erste Station, der Baumarkt. Erster Punkt auf der Materialliste, eine große Packung Schrauben. Und was kommt als nächstes? Spanngurte, die sollen später die Gasflasche festhalten. Die Anhängerkupplung ist für die mobile Soundanlage. Damit alle Features später Platz haben, muss ein neuer Korpus her. Jetzt brauchen die beiden Hilfe vom Experten. Also so soll es aussehen, wenn es fertig ist. Ja, Wahnsinn. Und warum verwendet man jetzt hier am besten USB und diese Cyberplatte? Bei der USB-Platte hat man halt den Vorteil, sie ist stabil und günstig. Okay. Und bei der Cyberplatte hat man den Vorteil, die ist abwaschbar, ist witterungsbeständig. Okay. Für den Zweck ideal eigentlich. Genau. Tischplatte und die Seitenwände gibt's vom Profi. Den Rest müssen sie später selber zuschneiden. Chris und Basti haben alles, ab an die Kasse. Insgesamt soll der Bollerwagen am Ende nicht mehr als 300 Euro kosten. Wie ist das Zwischenfazit? Naja, also es war zwar nicht gerade billig, aber dafür wird es auf jeden Fall der Geiste. Das glaube ich auf jeden Fall auch, ja. Um Geld zu sparen, kommen die meisten Bauteile aus den eigenen vier Wänden. Zuerst bauen die beiden aus Chris' Auto die Batterie aus. Die soll später die Soundanlage im Bollerwagen mit Strom versorgen. Ja, also Plan haben wir. Materialien auch. Dann schauen wir, was wir noch hier mitnehmen können aus der Küche oder so. Zuerst muss die Anlage dran glauben. Genauso wie Küchengeschirr und der alte Küchenschrank. Ob das später alles in den Bollerwagen passt? Jetzt geht's in die Werkstatt. Zuerst bauen sie den neuen Korpus. Dazu ersetzen sie die alten Seitenteile durch größere und massivere Seitenwände. Die Plastikhalterungen kommen später wieder an die neuen Teile dran. Also erstmal alles abschrauben. Und neu zusammensetzen. Doch hier kommt schon das erste Problem. Ja.
so eine Scheiße, echt. Ganz ehrlich, wir schauen erstmal, dass die Seitenwände irgendwie fixiert sind. Werden, genau. Denn die alten Seitenwände waren kürzer, leichter und hatten keine Tischplatte. Also alles wieder auf Anfang. Teile anpassen, mit Schraubzwingen fixieren und ausmessen. Denn die Gasflasche muss später unter die Tischplatte passen. Also Höhe, wie hoch? Und trotzdem genügend Abstand haben. 55. Höhe 55 merken wir uns mal. Genau. Jetzt können die beiden Hobbybastler Kopf- und Fußteil anpassen. Und damit die exakt gleich sind, kennt Basti einen Trick. Er verschraubt die Bretter, zeichnet sie an und sägt sie dann mit der Kreissäge aus. So sollen beide Bretter exakt gleich sein, oder? Die beiden haben etwas Entscheidendes übersehen. Ja. Okay, scheiße. Schamanes Obere ist ganz gut durchgegangen. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt das Sägeblatt ein bisschen tiefer stellen. Neuer Versuch, neues Glück. Und jetzt klappt's auch. Erste Bewährungsprobe mit der Kreissäge bestanden. Und der Test zeigt. Das ist genau die Breite, die wir gebraucht haben. Ne? Jetzt löse ich mal vorne die Schraubzwinge, drücke die Seite hin und dann zeichne ich oben mal an, wie viel wir von der Seitenwand quasi wegschneiden müssen. Der Partywagen nimmt langsam Form an. Jetzt kommen die Seitenwände dran. Die sägt Basti leicht schräg, damit später die Tischplatte exakt aufliegt. Dann bauen sie die Platten zusammen. Die beiden haben allerdings eine Sache vergessen. Weil der neue Korpus größer ist, gibt es ein Problem mit den Stützstreben. Also der Winkel passt noch nicht ganz, den müssen wir noch irgendwie ein bisschen ranbiegen. Ha? Gute Idee, bloß wie soll das gehen? Basti hat eine Idee. Mit Eisenstangen als Verlängerung will er die massiven Eisenstreben biegen. Denn der Winkel muss passen, sonst ist die Tischplatte schief. Okay, cool, passt, oder? Passt. Die Bohrlöcher der alten Seitenteile dienen als Vorlage für die neuen Löcher. Jetzt kann Chris die alten Halterungen anschrauben. Super. Ja, mir auch. Sehr gut. Jo. Und jetzt noch das zweite? Ja. So, dann hoffe, das passt auch. Ja, einmal frei. Ja, 1A. Damit ist die erste Etappe fast erledigt. Jetzt nur noch Leim auf die Kanten, bündig anpassen und festschrauben. Erster Teil geschafft. Der neue Korpus ist fertig und kann sich sehen lassen. Weiter geht's mit der Tischplatte. Die passt. Auf ihr sollen später Bierhalterung, Schirmständer und Grillplatte Platz finden.